Was gibt es bei euch genau? Also das kann ich euch nicht genau sagen, weil es ist saisonell, gibt es Spargel gerade oder Ja. Fisch, bekommst einen guten Fisch auf dem Markt, dann willst du anbieten, weil einfach frisch schmeckt. Ja? Oder wir waren in Japan und da auf einmal hast du Lust auf einen Tataki zu machen. Auf jeden Fall gibt es Qualität, frische Produkte, mediterrane Küche und es passt beim Essen, ganz wichtig. Camino ist für mich ein Stückchen Heimat und ein Stückchen Urlaub gleichzeitig. Ob im Sommer auf unserer Terrasse ganz mediterran, einen coolen Drink genießen, einen speziellen Geburtstag feiern oder im Winter, wenn es draußen schneit, hier gemütlich am Kamin sitzen, romantisch einen schönen Abend zu zweit oder auch in Gesellschaft mit den besten Freunden. Ich meine, das Restaurant ist sehr emblematisch mit seinem Kamin. Früher war das das Restaurant für jedermann. Und jetzt mit Ivan bringen wir so ein bisschen spanischen Touch rein. Einfach mal anders sein, tolle Gerichte genießen, was essen, was man nicht überall bekommt oder was trinken, was man nicht jeden Tag trinkt. Ob in der Tapas-Bar ganz leger oder ein bisschen feiner, eleganter. Wer was feiern will, hat oben einen wunderschönen Banketsaal für tolle Familienfeste. Oder Geburtstage, Hochzeiten. Leute rufen an, wir kommen an dem Tag zu Fiat, wollen eine Paella essen. Das gibt es zum Beispiel. Da gibt es Tapas, gibt es Gambas, Mini-Hamburger. Was mir am besten gefallen würde in Camino, wäre Tapas essen und teilen mit meinen Freunden. Oder mit meiner Familie. Sitzt zusammen am Tisch, da kommen kleine Sachen am Tisch und die einfach teilen. So wie in der spanischen Kultur. Das ist so eine Emotion, die du zum Gast bringst, weil die fühlen sich wie ein Urlaub, sind aber in der Schwarzwald. Ja. Hast du Lust, ein kleines Stückchen Spanien hier im Schwarzwald zu erleben? Dann komm zu uns, wir freuen uns auf dich. Hasta pronto. Bis bald.